Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Cold War und heute mit dem Bullfrog Waffenguide und noch mit dabei mit ein paar Neuigkeiten wegen dem Call of Duty Cold War Update. In 3 Tagen erscheint Nuketown, mit dabei werden nochmal neue Modi wie Feuergefecht, Turniere, neue Shop-Inhalte, die ihr dann kaufen könnt und auch ein paar Inhalte, die ihr freischalten könnt, neue Baupläne und. Natürlich haben wir auch noch ein Update, da wurde hier der Controller noch ein klein wenig verfeinert, die Steuerung war noch ein bisschen broke und ein paar Waffen, die überpowered waren, wurden runtergenervt. Welche Waffen genau, wisst ihr ganz genau. Und ja, gleich hier mehr darüber im Video. Wir fangen aber direkt an mit dem Waffenguide und let's go. Bei der Bullfrog habe ich eine Menge Attachments mit dabei, die man relativ früh freischaltet. Beim Scope könnt ihr aber draufpacken, was ihr wollt, ich spiele lieber ohne. Bei Mündung hätte ich hier Spätzen als Kompensator für mehr Trefferkontrolle. Beim Lauf hätte ich nur für länger drin für mehr Projektilbeschleunigung, mehr braucht ihr gar nicht. Beim Körper hätte ich auch hier nur ruhige Handlasermarkierer mit dabei. Beim Unterlauf hätte ich den Vordergriff. Und bei der Muni hätte ich hier nochmal schnelles Nachladen. Beim Handgriff habe ich einen drin, damit ihr dropshotten könnt und weniger verwackelt. Und am Ende dann beim Shaft natürlich mehr Sprintout-Time und Lauftempo beim Unaimen. Und ja, könnt ihr gerne nachbauen. Mit dabei hätte ich dann halt hier Stimulanz, Splittergranate, Richtmikrofon, Splitterschutz, Spurenleser und Ganghau und Revolverheld. Wenn ihr aber wollt, könnt ihr da auch gerne andere Wildcards mitnehmen. Dafür müsstet ihr ein paar Attachments entfernen. Naja, ich würde Visier entfernen, dann vielleicht noch den Lauf oder Kompensator, je nachdem, was ihr weniger braucht. Und für alle Lasermarkierer braucht man auch nicht unbedingt. Dann habt ihr ein gutes Waffenguide, könnt ihr gerne nachbauen und gerne probieren. Und im Gameplay ist die PP19 oder Bison eine relativ gute Waffe. Die Entwickler haben die Waffe hier Bullfrog genannt, aber ja, ich glaube, ihr kennt alle die Waffe. Eine geile kleine russische Waffe mit einer Menge Money. Der kleine Haken natürlich, manchmal die Nachladegeschwindigkeit. Ihr könnt natürlich auch mehr Kugeln mitnehmen, aber mein Tipp, Schnelllade reicht vollkommen. Gleich wie beim Lauf und Mündung etc. Ihr braucht da relativ wenig. Achtet auf eure Mobilität und auf die Muni. Im Gameplay kann ich euch einen Tipp geben. Ihr könnt auch mal in eine Meute reinlaufen mit mehreren Feinden und einfach reinhalten. Ihr habt genug Muni mit dabei und habt da eigentlich keine Probleme mit. Aber allgemein ist die Waffe momentan im Vergleich mit der MP5, mit der AUG oder mit der M16 ein bisschen schwächer. Und ich glaube, ihr alle habt es mitbekommen, ja, die Waffen wurden runtergenervt. Gleich wie ein paar andere Waffen, die wurden höher gebufft, nämlich ein paar Triggerwaffen wie der Revolver, ein paar DMR-Gewehre oder natürlich auch die LMG M60, die wurde ein bisschen höher geschraubt, mehr Mobilität, mehr Schadensreichweite. Bei den meisten Waffen wurde aber hier ein bisschen runtergeschraubt, könnt auch gerne nachgucken, ich hätte unten nochmal einen Link für euch mit allen Neuigkeiten. Und ja, eine gute Neuigkeit, wir bekommen hier ab dem Nuketown-Event natürlich einmal die Karte Nuketown rein, Doppel-EP, dann nochmal eine Playlist, wo man nur Nuketown spielen kann. Bedeutet, Waffen hochleveln auf Gold wird relativ einfach gehen. Und da ja auch einige Spielefehler behoben wurden, tja, ich denke mal, es wird auch relativ cool werden. Momentan Cold War noch immer ein bisschen anstrengend durch die Gegner, durch die Runden, die im Abfacken und immer die gleichen Karten. Aber ich denke mal, nach dem Update wird es echt gut und entspannt werden. Hoffe ich mal. Und ja, wir hätten dann noch eine andere gute Neuigkeit für jeden Scharfschützen unter euch. Ja, die Dinger, die aimen echt relativ langsam an im Vergleich mit anderen Teilen. Die müsste man hochleveln, damit die echt gut werden. Und auch die Barrett war relativ kacke. Und ja, die Entwickler arbeiten dran, die machen hier Sniper Rifle wieder stärker, haben die gemeint. Entweder mehr Schaden, mehr Trefferkontrolle oder natürlich, dass man schneller anaimen kann. Aber ich denke, bei Cold War wollten die Waffen relativ realistisch halten. Dadurch auch einige Waffen relativ lahmarschig im Aim. Und man müsste auch öftere Male pre-aimen und Headclatschen. Und ihr kennt mich alle, ich rushe gerne. Und eine SMG wie hier die Bullfrog eignet sich da relativ gut. Aber ja, ich bin mal gespannt auf die weiteren Neuigkeiten und Updates, die hier reinkommen werden. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne unten reinschauen, da habe ich einen Link drin mit allen Neuigkeiten natürlich. Baut gerne meinen Waffenguide nach. Und wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben wäre schön. Und schaut gerne mal vorbei, wenn ich live bin, denn ich gehe öfter mal live, jetzt auch mit hier 4K-Qualität. Und ich hoffe, YouTube macht auch mit. Aber an der Stelle, meine Freunde, haut rein, goodbye und bis zum nächsten Video.